Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in City Skylines in Mappino. Da sind wir aktuell. Ich habe mir etwas überlegt, aber jetzt bin ich nicht so wie ich. Ich habe noch eine kleine Info für euch, eine wichtige Info. Und zwar hatte ich tatsächlich wieder das Problem, dass kein Mod mehr funktionierte. Ich habe dann jetzt gesucht, wirklich... Oh, da ist er schon zu Hause. Wie ein Blöder gesucht, woran kann das liegen, was ist passiert. Und, schaut mal. Habe ich auch noch eingefügt. Neue Fahrzeuge. Nicht nur neue Fahrzeuge, sondern auch... Ah, meine. Nicht nur neue Fahrzeuge, sondern auch neue Züge. So, also neue LKWs, neue Züge, neue PKWs. Da vorne sieht er noch ein Skoda. Und solche Geschichten. Ja, das habe ich eingefügt. Und jetzt wollen wir einmal was gucken hier. Ah, da seht ihr einen Beetle. Und auch ganz nett, die kleine Kötterkarre. Moment. So, da haben wir den Volt. Ups. Da haben wir einen von 1958 oder 53, glaube ich. Und den VW Beetle. Naja, der ist nicht ganz so doll gelungen, finde ich. Aber dahinter, das muss ein GTI sein. Naja, solche Sachen halt. So, aber jetzt nochmal zur wichtigen Info. Erstmal gucken, wie nehmen wir dich denn? Ich glaube... Ups. Ich mache hier gerade, irgendwie ist das schwierig. So. So machen wir das. Da. Amane, so wichtig, jetzt muss man überlegen. Da, müsste hinkommen. Fortsetzung bitte. Das, die wichtige Info. Da wollte ich nämlich eigentlich hin. Folgendes. Ich habe also wieder das Problem gehabt mit den Mods und, Großeinsatz, okay, auch neu. Mit den Mods, ein Problem gehabt, dass die halt nicht funktionierten und habe das, so ist gerade noch besser, und habe halt gesucht und habe festgestellt, es ist ein Mod, der das Ganze verursacht, und zwar, der steht auch in der Beschreibung unten nicht mehr drin, schon seit den letzten drei Folgen nicht mehr. Der nennt sich Unlimited Building Names. Ja, und ich denke mal, es liegt eventuell daran, wenn die Stadt eine gewisse Größe erreicht, kommt City Skylines mit den ganzen Namen der Gebäude nicht mehr zurecht. Der ist ja dafür da, dass jedes einzelne Gebäude einen eigenen Namen kriegt. So, und ich denke mal, damit kommt City Skylines irgendwann einfach nicht mehr zurecht und sagt dann, ich will nicht mehr. Oder es passiert aus irgendeinem anderen, stimmt, muss aus irgendeinem anderen Grund passieren, weil ich das Thema ja hier auch schon hatte. Da hatte ich ja diese Häuser noch gar nicht stehen. Okay, auf jeden Fall den deaktivieren oder ganz rausschmeißen. Ich habe ihn bei mir aktuell noch deaktiviert, der wird aber rausgeschmissen. Und dann funktioniert es auch wieder. Dann ist alles im Butter und alles ist gut. So, was habe ich mir jetzt noch gedacht? Ich habe ja hier unterirdische Zugverbindungen. Die gefallen mir nicht, das werde ich ändern. Das heißt, alles was unterirdisch ist, werde ich oberirdisch holen. Und werde mal gucken, wie ich das... dass ich die hier quasi so gerade rüberziehe, oberirdisch halt. Und das werde ich wohl tun. Weil ich finde das einfach insgesamt schöner. Ne? Und außerdem wird es definitiv, wenn wir die U-Bahn bauen, zu Schwierigkeiten kommen, was die Übersicht betrifft. Ja, das ist das eine. Und... Ich werde allerdings die Schienen, das werde ich kurz offline machen, weil das dauert dann jetzt zu lange, das ist Blödsinn. Und wir haben jetzt so viel letztes Mal mit den Schienenbau verbracht, deswegen werden wir das lassen. Dann, ihr seht das hier, das ist mir zu voll. Also hier gibt es immer wieder Probleme, jetzt momentan geht es eigentlich. Aber wenn die hier auch wieder runterkommen und wieder zum Bahnhof wollen, hier seht ihr, da ist auch schon wieder alles am Stauen. Und wenn die sich hier erstmal wieder zugestaut haben, dann ist doof. Den lassen wir umziehen. Und das ist etwas, was wir auch jetzt machen. Weil das gefällt mir nicht. Der muss da weg. Ihr seht hier, das ist ein... das ist schlimm, da staut sich hier alles zurecht. Jetzt wollen die sich hier halt einordnen, weil ich das halt hier entsprechend gemacht habe, dass die auf die
Ja, ich glaube, ist hier gar nicht. Nee, geradeaus Spur und Rechtsabbieger. Ich dachte, ich hätte das so gemacht, dass hier nur die Rechtsabbieger hin dürfen. So, und das ist auch etwas, was doof ist. Ich habe das mal getestet, auch wenn ich die hier wegreiße und die hier wegreiße, es kommt aufs Gleiche raus. Das heißt, den ziehen wir jetzt nach hier hin um. Und das machen wir so, dass der Bahnhof seine eigene Autobahnabfahrt kriegt und auch nur für den Bahnhof dann diese Autobahnabfahrt zur Verfügung steht. Dazu müssen wir jetzt allerdings erstmal Folgendes tun. Wir müssen hier erstmal wieder für einen kleinen Wechsel, Autobahnwechsel sorgen, dass die nicht alle hier rüber müssen. Und ich würde mal sagen, wir gehen... Ja, jetzt müssen wir aufpassen, wir dürfen auch nicht zu nah. Hier gehen wir raus, müssen wir aber auch dann so machen, denke ich. Ja, machen wir mal so. Und hier würden wir reingehen. Das dürfte dann nicht mehr zu nah sein. Das dürfte ausreichen. Denke ich schon. Und dann machen wir das gleich so, dass wir sagen, hier nur die Rechtsabbieger auf der Spur. Und hier ebenfalls. Warum? Aus dem... Na nö. Ach so. So ist richtig. Aus dem einfachen Grund, damit diese, wenn die hier drauf kommen, damit die hier frei ist und von hier aus keine geradeaus auf diese Spur fahren. Ja, und damit die hier ungehindert reinfahren können und dann halt die Spur wechseln können, weil sie hier ja gar nicht drauf dürfen. So. Deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht. So, dann brauchen wir... Genau. Dann brauchen wir... Ich glaube, das machen wir hier. Da muss ich aber dann auch hier rum. Da muss ich dann auch einmal so hier rum. Und muss dann nach oben. Jetzt habe ich auch noch den falschen drin. Ach, nicht sehr schön. So. Und muss dann... Oh, das ist aber weit. So weit wollte ich eigentlich gar nicht. Machen wir die nochmal weg hier. Gucken, das war halt jetzt nicht zu nah an der dran. Obwohl, hier müsste eigentlich auch gehen, ne? Die fahren ja nur raus. Fahren die hier eigentlich... Ja. Stimmt, die fahren ja nur raus. Das heißt, ja, machen wir mal so. So und... Nee. Obwohl, hier könnten wir da eigentlich auch tunneln. Können wir das? Das könnten wir eigentlich tun. Ich glaube, das machen wir auch. Das heißt, hier tunneln wir den. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so eine üble Idee. Bis hierhin. Gehen dann wieder nach oben. Und gehen dann hier auf die Autobahn drauf. Dann können die hier nämlich von der Autobahn auf die hier wechseln. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Ja, denke ich schon. Und dann sorgen wir hier wieder für Ungehinderten. Ach, falsche Taste. So. Das heißt, die nehmen wir weg. Ah, können wir gar nicht. Es gibt ja gar keine gerade, keine Abbiegerspur. Stimmt. Der Traffic, der kommt jetzt gleich wieder. Es war versehentlich die falsche Taste gedrückt. Dann wird das hier einmal der ganze Traffic weggeräumt. Und sollte aber an sich nicht so sein. Das war ein Versehen. Und hier seht ihr zum Beispiel einen der neuen Züge, die wir haben. Das Schöne ist, solche Sachen wie Gebäude und Fahrzeuge und sowas, das wird dann automatisch vom Spiel hinzugefügt. Und dann habt ihr eine gewisse Abwechslung. Ich werde mir auch definitiv noch deutlich mehr, das sieht nicht so schön aus, noch deutlich mehr, na, jetzt muss ich erstmal, nee, das, doch, muss ich machen. So. Und jetzt wollte ich eigentlich mal nach unten, damit ich das hier auch mehr wegreißen kann. So. Und jetzt muss ich mal gucken. So. Und jetzt direkt hier runter, dann sieht das nämlich hübscher aus. So, jetzt müssen wir den nochmal einmal wenden. Und dann passt das auch wieder.
Menü. Das ist, so geht aber. Ja, müssen wir jetzt dann nur so machen. Witzbold. Glaube ich so, ne? Ja, so ist das dann ganz in Ordnung. Dann sieht das hübscher aus. Ja, so lassen wir den. Dann können sie nämlich, wenn sie auf die Autobahn kommen, jetzt kommen sie allerdings dummerweise halt nicht runter von der Autobahn nach dorthin. Das heißt, auch das müssen wir ja machen. Fällt mir mal gerade so ein. Mal gucken, wie wir das machen. Jetzt fügen wir erst einmal, das ist eine No Parking Area, glaube ich, ne? Aber die nehmen wir als Einbahnstraße. So. Und, no. Muss ich so machen. Einmal so. Einmal so und umdrehen. So passt das. Okay. Dann brauche ich ein gerades Stück Straße. Das machen wir jetzt einfach mal hier mit. Ja, so müsste das hinkommen. Und dann brauchen wir, so müsste das hinkommen. Jawohl. Und so. Naja, nicht ganz. Aber so schlecht sieht es ja nicht aus. Das hier, mal gucken, was ich dann, obwohl ist Einbahnstraße, vielleicht könnte ich das doch noch verwenden. Muss ich mal schauen, wie ich das dort eventuell verwenden könnte. So, jetzt nehmen wir nämlich unseren Bahnhof. Einmal umziehen. Moment, da ist jetzt gerade ein Zug drauf. Das mag ich ja gar nicht. Fahren wir einmal weg. Na komm, fahr weg. Ihr seht, also es sind schon wieder 12 Minuten rum, deswegen mache ich das mit den Schienen. Mache ich dann umgekehrt. So, das ist okay. Dass ich das halt dann alleine mache. Aber hier bei solchen Geschichten natürlich nehme ich den. Ich könnte hier eigentlich, das funktioniert aber nicht an der Ecke. Warum nicht? Weil das Gelände zu hoch ist. Warum ist denn das zu hoch? Lass mich doch mal einmal gucken. Könnte ich das eventuell angleichen? Da haben wir unser Tool dafür, dass wir das hier einfach mal alles angeglichen kriegen. So. Das wäre ja so übel jetzt nicht. Das können wir nämlich tun, weil der wird ja wieder so viel. Na, da ging auch nicht. Habe ich nämlich jetzt gerade mal so Höhe zu hoch. Aber warum? Auf der Seite geht es doch. Warum geht es denn nicht auf dieser Seite? Ja, da, ich will mal was versuchen. Wenn ich jetzt den auch mal noch hier so gerade durchziehe. Das könnte schon wieder zu eng sein. Machen wir mal etwas höher. Machen wir mal so. Etwas zurück, sagt er. So, jetzt haben wir es aber richtig. Wenn ich den jetzt mal so nehme. So. Das würde funktionieren. Interessant. Da ist die Höhe zu, aber hier funktioniert das schon wieder. Das ist sehr interessant. Wir machen das jetzt mal einmal so und stellen uns hier aber gleich noch einen zweiten Bahnhof hin. Zug. Wirtschaftsbahnhof. War doch der Wirtschaftsbahnhof, ja. Und hoch hier hin. So, und jetzt brauchen wir mal die Trassen. Wir müssen
das hier eigentlich... Jetzt muss man nach unten gucken. Verstehe. Eigentlich hätte ich das jetzt vorher umbauen müssen. Glaube ich. Lass mal den Zug einmal durch. Weil der kommt ja hier. Ja, ich muss also hier mal einmal umbauen. So grob zumindest schon mal. Ziehe ich den jetzt mal... Nee. In... Machen wir direkt so. Dann haben wir ihn auch passend. Dann ziehe ich den jetzt mal einmal bis dorthin. So, dann reißen wir das ganze Gedöns nämlich ab. Jetzt kommen die Schwierigkeiten. Wie kriege ich das Gedöns hier weg? So. Und brauche ich... Das wollte ich ja gar nicht. Ach, das ist eben nur der Bahnhof. Okay. Dann sorgen wir mal dafür, dass der auch gar nicht mehr hinkommt. Die Züge. So, jetzt fahr du einmal raus. Und fahr mal ein bisschen schneller, Kollege. Komm her. Gib mal Gas. So ist fein. Dann reißen wir auch das ganze Gedöns hier weg. No, geht nicht. Oh, da muss ich mal gucken. Dass ich das irgendwie auch gelöst. Das sieht ja auch nicht so schön aus. So. Das ist das Schöne, da braucht man jetzt so die Maustaste gedrückt halten und dann reißt er auch nur das ab, was er abreißen soll. Was recht praktisch ist. So. Hier muss ich jetzt gucken. Wie komme ich daran? So wie es ausschaut, gar nicht. Ohne das hier wegzunehmen. So. Das heißt, einmal wieder verbinden. Okay, dann dort wieder hin und dort wieder hin. Ich war doch eine Etage tiefer. So, dann haben wir hier noch einen, der muss noch weg. Wie können wir das am besten lösen? Ich glaube nur, indem wir hier ein Häuschen wegreißen. Geht nicht anders, ne? Also, den hat er und hat er wunderbar. Ordnung muss ja sein. So. Und... Ja, wunderbar, dann haben wir das weg. Und die beiden müssen noch weg. Das war der falsche, müssen wir gleich verbinden. So. Jetzt verbinden wir die Tasten hier wieder und dann ist gut. Dann haben wir das wunderbar. So. Das heißt, dass wir das hier einmal wegnehmen. Dann haben wir auch wieder die richtige Höhe. Alles gut. Und hier dürfen wir dann jetzt gleich das könnte sein, dass das so ganz gut klappen könnte. Nein, natürlich nicht. Weil deswegen. Oh ja, warum nicht? Ort ist bereits belegt. Das sagt er mir natürlich jetzt wegen der Autobahn, ne? Dann machen wir das nämlich so und so und jetzt machen wir nochmal. Ja, dann haben wir das nämlich in schön. Müssen nur... Ja, wir hoffen, dass das hinhaut. So, einmal hier. Passt. Und einmal hier passt. Wunderbar. So, wo haben wir das Stück Autobahn? Das haben wir hier. So. Ne, den müssen wir jetzt dann wieder so ziehen. Das heißt, hier eine leichte Welle rein. Geht nicht. Ja, haut er. Wenn ich jetzt hier
bisschen was wegnehme. Ja, dann wird's. Aber es geht. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Tasten hier wieder rüber kriegen. Das könnte. Haut hin, wunderbar. Geht doch. Naja, ich hätte vielleicht einfach die Autobahn nehmen sollen, dann wäre es auch nicht so breit geworden. Ich depp. So. Dann hätte es auch besser funktioniert. Kann man immer wieder anständig machen. Hier. Und zack. Sieht doch gleich viel hübscher aus. So, dann hätten wir das Thema nämlich auch erledigt. Das heißt, ja, das ist okay. Ihr könnt jetzt erstmal kurz wieder. Wunderbar. Ja, jetzt müssen wir zusehen, dass wir die Tassen einmal. Schwierig mit der Straße hier. Es sei denn. Why not? Aha. Das ist aber okay. Das heißt, die ziehen wir jetzt. Ich depp. Komm her. So. Einmal die Höhe. Wunderbar. Dann können wir doch den direkt nämlich schon hier dran erziehen. Passt. Und den. Der mag jetzt nicht hochkommen, oder? Nee. Warum will der den denn unbedingt tunneln? Weil, verstehe. Das heißt, hier tunneln wir tatsächlich ein kleines Stück. Und zwar bis hierhin. Und dann kommen wir trotzdem nicht nach oben. Du Pfeife. So. Gefälle ist zu steil. Alter. Ernsthaft? Jetzt mal. Das ist aber merkwürdig. Na okay. So. Na, das ist ja echt mal schwierig. Dann ziehen wir den jetzt hier einfach in einer engeren Kurve etwas durch und bringen den halt hier nach oben. Ist ja so schlimm nicht. So sieht das Ganze dann auch hübsch aus. Mal mit dem hier das gleiche. Nee. Den führen wir auch jetzt sauber nach oben. Und da sagt er mir, das Gefälle ist zu steil. Aha. Das ist doch auch mal interessant. Nehmen wir. So, und dann gehen wir nämlich nach oben. Nach oben. Ach so. Nee, nach oben wäre Blödsinn. Weil hier fährt er ja nur rein. Je nachdem, in welchem Bahnhof er halt rein möchte. Das heißt, hier können wir das einfach so machen. Ist doch super. So, hier allerdings wird es dann jetzt etwas tricky. Gehen wir hier auch wieder rum. Ziehe ich den. Ist er auch nicht. Punkt will er nicht. Aber direkt hier, das könnte auch. Könnte. Nö, eigentlich nicht. Warum bin ich da jetzt falsch? Ich bin nur in der gleichen Höhe. Warum will er das denn nicht? Wahrscheinlich wegen der Kurve. Interessant. Interessant. Okay. Schon wieder richtig Zeit rum. Das ist gar nicht mal so schön. Also so würde das funktionieren. Okay. Und so sieht es dann auch einigermaßen hübsch aus. Würde ich meinen. So, und dann brauchen wir noch eine. Jetzt wechselt er von dort nach dort. Da muss ich den jetzt von hier nach dort wechseln lassen. Okay.
Das heißt, ob das hier wohl hinhaut, wir werden sehen. Ich würde den jetzt quasi von hier. Geht wieder nicht, ne? Doch, geht ja. Direkt in den Tunnel reinziehen. Und da sagt er dann, Gefälle ist zu steil. Jung. Was bist du denn für eine Nase? Okay, das wird schwierig. Ich sehe das schon. Okay, müssen wir anders machen. Halt, ich muss dich einen oben haben. So ist fein. Wie machen wir das denn am besten? Warum sagt er mir hier, dass das Gefälle? Mal gucken, ob er das mir so auch noch sagt. Tatsache. Naja, weil so würde das wiederum funktionieren. Also why not? Und dann gehen wir nämlich einfach. Muss ich jetzt wohl hier raus, damit ich nicht hier wieder hochziehen kann? Ah, dachte ich mir. Weil dann nehme ich so seine Schwierigkeiten jetzt mit. Aber so müsste gehen. So geht. Okay, und jetzt kann er auch von der Autobahn zu dieser wechseln. Das ist sehr gut. Dann hier dürfen nur die Rechtsabbieger fahren. Hier ebenfalls. Und hier ebenfalls. Jo. Dann sollte das nämlich so funktionieren. Hier ebenfalls keine Geradeausspuren. Und hier ebenfalls nicht. So, dann sollten nämlich die eigentlich freigegeben werden. Oh ja, ich verstehe. Aber ich habe ja die Möglichkeit, in der Hoffnung der 2 Megawatt. Was frisst denn so ein Bahnhof? Sag ich mal her. 1200 Kilowatt. Ja, ist ja wurscht. So, und dann ziehen wir jetzt das Wasser einmal hier nach vorne. Dann haben sie da auf jeden Fall auch genug von. Das soll nämlich dann auch erstmal reichen. Wenn ich denn jetzt nicht so dusselig gewesen wäre. Da haben wir sie. Nee. Das machen wir hier mit. So. Und so. Und so. Und so. Change Lanes. Achso, geht hier. Doch, geht ja. Dort ist nur ein Rechtsabbieger. Und nochmal klicken. Hier machen wir. Why not? Würdest du? Ja. Nö, hier ist so richtig. Das ist doch in Ordnung. So, dann gucken wir jetzt nämlich mal, wie die Bahnhöfe genutzt werden. Jetzt haben sie hier 2 Möglichkeiten. Und ich könnte hier, theoretisch gesehen, einfach mal sagen, ich mache das hier so. Dass wir da noch zweimal Schmuddelindustrie hinmachen. Naja, oder ich mache dort eine Holzindustrie, das ist vielleicht besser. Naja. Dieser hier wird eingekesselt. Ja. Dieser hier wird eingekesselt bis hierhin. Und bis hier, so. Dann sind wir da nämlich durch. Ziehen den hier bis an den Schienen entlang, bis nach hier hin. Und dann ist gut. So, und dann sagen wir hier nämlich. Naja, Fassbinder passt ja sogar fast. Das
Das. Das und. Achso, da kriegen wir den ja gar nicht hin. Wir müssen hier unten irgendwo, war da doch. Ja, natürlich. Forstindustrie. So, die müssen sich dann zwar anliefern lassen, aber an der Ecke, glaube ich, ist das gar nicht so schlimm. Ich denke, das geht. Und dann gucken wir jetzt mal. Wir können im Zweifel ja immer noch wieder abreißen. Wir haben hier unten natürlich jetzt weder Polizei noch sonst was, ne? Auch schwierig. Nee. Hier lassen wir die Industrie. Wenn wir da keine Polizei und nichts haben, ist das eine blöde Idee, glaube ich. Denke ich mal. So, machen wir wieder weg. Und fertig. Ach, Kollege. Lass doch mal die Häuser da weg. Da überlegen wir uns mal irgendwas anderes mit den Ecken, dass wir da ein bisschen verschönern können. Und dann schauen wir mal. So, und dann können wir nämlich hier einfach wieder Industrie reinlegen. Und dann hat sich das nämlich hier schon so fast erledigt. Jetzt können wir noch ein bisschen Spaß machen. Legen uns hier nochmal eine Einbahnstraße durch. Und zwar von hier nach... Ja, ich glaube noch da. So, da haben wir noch eine Einbahnstraße, wo wir nämlich dann Industrie ransetzen können. Und dann soll das wohl gehen. Nochmal weg. Das müssen wir... Du sollst mal weg. So. Jetzt habe ich dich aber gegeben. Zack. Der hat da ja immer noch stehen. Mach mal weg und mach mal weg. So. Der Rest ist gut so. Jetzt gibt mich die Industrie und was mache ich denn hier gerade von Kram? So, mach hin. Da ist auch alles offen. So, und dann sollte das nämlich hoffentlich besser funktionieren. Weil hier gab es immer wieder enorme Staus. Das hat mir gar nicht so gefallen. Und hier müsste ich dann... Ja, das sieht noch gut aus. Oder war das? Ne, hier war das, ne? Aber es sieht jetzt gerade auch noch ganz gut aus. Okay, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das 32 Minuten. Schlag mich tot. Ich mache hier mal die Züge derweil komplett. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach mal einen Daumen hoch da. Und, ja, teilt es auf euren Social Media. Bis dahin. Bye, bye.